Hallo, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum soll ich mir ein 50 Minuten Pokémon-Video angucken? Aber die bessere Frage sollte sein, warum solltet ihr euch kein 50 Minuten Pokémon-Video angucken? Das ist entweder die beste oder die verrückteste Idee, die ich bisher hatte, ne? Auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, mein Gegner, er hat richtig Bock. Das ist übrigens nachkommentiert, ich weiß, wie es ausgeht. Aber der hat richtig Bock auf Trick Room. Trick Room, für alle, die das nicht wissen, dreht die Tempoverhältnisse um. Es macht also die langsamsten Dinge zu den schnellsten und die schnellsten Dinge zu den langsamsten. Und die in der Mitte sitzen halt immer noch in der Mitte. Aber werden dann von den langsamen Dingen belastet, statt von den schnellen. So, mein Despotar, das sitzt in der Mitte. Das heißt, es ist gegenüber den langsamen Dingen dort im Vorteil. Und diesen Vorteil möchte ich auch behalten. Erstmal eine Runde Steinhagel. Steinhagel hat eine Stagger-Chance und ist richtig Flächenschaden. Und ich setze den Trick Room. Was? Hat sich mein Gegner auch gedacht in dem Moment. Ja, er hat auch den Trick Room gesetzt. Und das ist wie bei der Mathematik. 2 mal Minus ist dann wieder Plus. Und da ist kein Trick Room mehr da. Deswegen habe ich ihn gesetzt. Und da denkt sich mein Gegner jetzt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und jetzt beginnt das Gedankenspiel. Setze ich wieder den Trick Room und er setzt keinen, dann hat er seinen Trick Room. Aber setze ich keinen und er setzt keinen, so wie es jetzt hier passiert ist, dann hat keiner den Trick Room, so wie ich das haben will. Und siehe da, so kam es. Und da kommt der nächste Steinhagel. Oh, sein Indidi ist zurückgeschreckt vom Steinhagel. Ich hätte zu gern gewusst, was er davor hatte, ne? Wir werden es nie erfahren. Jetzt denkt er sich, nee, er hat mich jetzt zweimal verarscht. Nochmal verarscht er mich nicht. Und jetzt macht er wieder seine Standardtaktik. Diesmal möchte er den Trick Room setzen, ganz unbedingt. Gucken wir mal, ob er damit Glück hat. Was heißt er? Sie? Es ist ja eine Schwarze namens Ellie, nicht wahr? Ganz bestimmt. Oh, der nächste Steinhagel. Ja, sieht nicht mehr so geil aus für deine Pokémon, muss ich schon mal ehrlich sagen. Oh, da ist sein Indidi gestorben. Nur fürs Protokoll, er hat mich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal angegriffen. Sein erstes Viech ist tot, sein zweites One-Shot. Wirklich One-Shot, guckt euch das an da oben. Lächerlich. Ich habe übrigens den Ton bei diesem Video nicht leise gemacht, den Ingame-Ton. War ich zu faul zu. Ich meine, positiv gesehen, ihr könnt jetzt quasi in voller Lautstärke die Todesschreie von den Pokémon meiner Gegner hören. Das ist doch auch was. Ja, und da ist auch schon sein nächstes. Eine blaue Maus. Und die ist, entgegen dem, was man vielleicht erwarten würde, relativ gefährlich. Die teilt nämlich ganz guten Schaden aus und die steckt auch ganz guten Schaden ein. Und die ist sowohl mit ihrem Wassertyp als auch mit ihrem Feentyp gegen mein Despotar effektiv. Während mein Despotar keinen besonders tollen Weg hat, um das Ding anzuhitten. Aber mein Despotar hat eins. Und das ist den Tempovorteil, weil wir ja den Trickroom des Gegners so hart sabotiert haben. Konnten, nicht wahr? Ja. Despotar in groß gegen seine Maus. Das heißt überhaupt sein, es ist immer noch ein schwarzer namens Ellie. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, guckt euch das Scheißding doch mal an. Das ist auch die Sache, da kann ich schon nachvollziehen, dass manche Leute denken, dass Pokémon ein Hurensohn-Game ist. Wenn man sowas sieht. Aber es gibt ja zum Glück noch gute Pokémon, ne? Despotar zum Beispiel. Ja, dann macht es so wenig Schaden. Und jetzt guckt euch die Scheiße an. Fast ins Rote gehittet. Hm. So, mein Sandsturm ist auch futsch. Das ist nicht besonders gut für mein Vieh. Aber keine Sorge, ich habe ja den Tempo-Vorteil und ich habe jetzt den Schwächeschmutz. Und mein Gegner, ja, was soll ich sagen, der ist jetzt auch nicht gerade der Hellste mit seinem Azumarill. Er hat's versucht.
Das hier ist nicht die spektakulärste Runde in diesem Video. Aber ich habe mir gedacht, ich schneide einfach mal alles rein, was geht. Und er überlegt sich jetzt, was kann ich nur tun? Kann ich überhaupt etwas tun? Ja, er kann beten, dass mein Tita es nicht hinkriegt, sein Viech umzubringen. Spoiler. Natürlich kriegt's das hin. Hier, ganz viel Spielspaß. So. Und sein anderes Scheißvieh, Hatterene, was eigentlich sogar ein relativ starkes Pokémon ist ja sowieso am Ende. Ich habe jetzt auch meinen Sandsturm wieder. Spätestens daran würde es sterben, aber er soll ja hier nicht nochmal angreifen, sonst könnte er ja womöglich mein Tita umbringen. Das wäre ja nicht so gut. Und jetzt werden wir gleich sehen, was sein letztes Pokémon ist. Ich weiß es. Ihr könnt es euch wahrscheinlich auch denken. Genau. Das Ding. Und für alle, die das Vieh nicht kennen. Das ist Alola Knogger. Ich habe keine Ahnung, in welchem Game das genau eingeführt wurde. Weil ich die Generation nicht gespielt habe. Aber es ist jetzt seit dem DLC wieder in Schwert und Schild drin. Und ich kenne das Viech, weil ich das mal bei einem Weltmeisterschaftsmatch gesehen habe. Ja, der Typ hat auch gewonnen. Das ist übel. Das Ding ist wirklich verdammt stark. Das hat nämlich ein eigenes Item, den Kampfknochen. Und mit dem und dem ohnehin schon guten Angriffswert und dann noch relativ starken Attacken, die das Viech bekommt, drückt das eigentlich mehr Schaden raus als alles andere. Mir fällt jetzt wirklich nicht mal groß was ein, was mehr Schaden rausdrückt, so auf Anhieb. Das ist vielleicht sogar, was das anbelangt, das Stärkste. So von denen, die in Ranked erlaubt sind, meine ich. Wahrscheinlich gibt es Legendaries, die drücken mehr raus, aber von dem, was man aktuell in Ranked spielen kann, ist das auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Aber hey, er hat aufgegeben. Er hat nämlich keinen Bock gehabt, weil er genau wusste, dass das Viech am Arsch ist. Und Spoiler, das wird nicht das erste Mal sein, dass sie genau wissen, dass ihre Viecher am Arsch sind und aufgeben. Was hat denn unser Japaner hier? Er hat den Affen und er hat eine Fee. Und das ist, glaube ich, keine große Überraschung für die meisten von euch, aber den Affen kann ich nicht. Es ist ein Affe. Und er ist leider stark. Es gibt so ein paar Viecher, die kann ich nicht haben. Nämlich die drei Starter von diesem Game. Ja, ich weiß, beste Voraussetzung, wenn man sich das Spiel gekauft hat. Aber die sind alle drei Hurensöhne. Guckt euch doch den Affen an mit seiner Grasrutsche. Den neuen Move hat er seit dem DLC. Und der Affe war eigentlich darüber gebalanced, dass der langsam ist. Aber damit hat er eine sehr starke Prio-Attacke, die er im Grasfeld benutzen kann. Als Prio. Und oh Wunder, er setzt sich das Grasfeld selbst, wenn er reinspawnt. Super balanced. Und das Sichtlore hat knapp versagt, das hätte ihn eigentlich auch mal umbringen können. Aber es ist nicht explizit dafür da, den Affen zu töten, es ist eigentlich eher dafür da, allgemein das Team zu supporten. So, und jetzt sind wir bei einer der großartigsten Stellen im Video. Und zwar der, wo das Video eigentlich hätte auch Vollidioten in Pokémon sein können. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat, aber ob er überhaupt gedacht hat, das ist schon ein Rätsel. Aber er denkt sich, ja, mein Affe, der ist auf Low HP, aber ich mach den jetzt groß, let's go. Und das ist so dämlich, das ist so abartig dämlich und behindert, was er da getan hat, dass es sogar funktioniert hat, denn dadurch hat er die Offenlegung überlebt. Das wäre genug Schaden gewesen, um den Affen in klein zu töten, aber nicht den Affen in groß. Und da harzt er mir meinen Trick Room Setter weg. Da hat er mit diesem Ding auf Low HP doch tatsächlich noch einen Kill geholt. Und dann hat er mit seiner Fee meinen Trick Room umgedreht. Damit hat er jetzt mit dem Move effektiv die Tempokontrolle über dieses Match übernommen, was mir leider überhaupt nicht zusagt. Ich meine, der Affe, der ist jetzt fällig. Und essentiell viel erreicht mit ihm hat er jetzt nicht wirklich, aber er hat ein bisschen was erreicht. So, was mache ich denn hier? Ah ja, genau, ich weiß, was ich hier mache.
Mein Lucario hat die Fähigkeit Redlichkeit und wenn das von Unlichtattacken getroffen wird, erhöht sich sein Angriff. Und mein Lucario hat Bullet Punch, auf Deutsch Patronenhieb, eine Prio-Attacke, womit ich den Affen umbringen kann, bevor der hier noch weiter mir zur Last fällt. Das ist ja schön. Ja, und weil der Typ ein Abfucker ist, hat er da noch seine scheiß Bullshit-Fee stehen. Und was die jetzt bringt hier, das ist wieder GTA Live in Pokémon. Guckt es euch einfach an. Hauptsache draußen fliegt ein Heli, passend zum Thema. Ja, die hat sich in die Basis teleportiert, kann man sagen. Ich meine, ist ja auch unglaublich sinnvoll, ne? Aber whatever, der hatte anscheinend Bock, seinen Anker ins Spiel zu bringen. Ich weiß auch nicht, was er damit genau vorhat, aber irgendwas hat er damit vor. Nur, Spoiler, es hat nicht funktioniert. Und er hat noch seinen komischen Hummer, I guess. Das Ding hat eine gute Fähigkeit, ansonsten ist das aber leider nicht so geil, das habe ich mir auch schon mal angeguckt. Aber was soll's, das hat jetzt eh nichts mehr zu melden. Mein Lucario hat jetzt schon einen Angriffsbuff. Und das wird sich jetzt gleich nochmal einen fressen. Weil das Sichlor seinen buffenden Flächenschaden da anrichtet. Der übrigens gegen diesen Geistanker auch noch effektiv ist, also wunderbar. Und ja, mein Gegner überlegt wieder ewig, was er machen soll. Ja, könnte es auch gleich aufgeben. Das ist doch eh das, was sie am liebsten tun. Aufgeben. Ja, ihr merkt schon, richtig geil. Ich habe übrigens bestimmt seit einem Monat, über einen Monat, vielleicht eineinhalb Monate, immer mal wieder probiert, einen Shiny Lucario zu bekommen mit Redlichkeit. Nö. Habe ich selbst züchten wollen sogar. Aber hat das Game nicht angefangen. Oh, da hat er sich mehr Schaden erhofft mit seinem Krabhammer. Guck mal, so geht das. Und jetzt ist mein Lucario schon auf einer beachtlichen Menge an Schaden. Und nochmal 50% mehr. Ich muss euch auch ehrlich sagen, was ich hier mache, das ist eigentlich eine ziemliche Low-Taktik. Allgemein ist dieses Team nicht besonders gut. Dieses Team ist spaßig, es ist sogar bedingt effektiv, aber es ist eigentlich kein gutes Team. Gute Teams, die würden sich eher durch Consistency auszeichnen. Das tut dieses Team nicht. Dieses Team zeichnet sich eher dadurch aus, dass man den Gegner, ja, wie soll man sagen, halb schießt und halb legitim besiegt. Es ist schon eine gewisse Cheese-Komponente dabei mit dem Redlichkeit-Lucario. Das werdet ihr später noch sehen. Da kommt noch so viel lustiges Kram im Laufe des Videos. Deswegen ist es so lang, weil ich das alles drin haben wollte. Kommt noch richtig viel Bullshit. Da habe ich gedacht, das Vieh würde vielleicht protecten. Deswegen wollte ich mit Offenlegung das verhindern. Und da kommt die nächste Grasrutsche. Aber es hat sich gedacht, boah, ich muss angreifen. Hat gut funktioniert, doch. Ah, das war's dann. Ich meine, so oder so, es wäre die Runde gestorben. Wenn es protected hätte, wäre es gestorben. Ohne Protect ist es gestorben. Checken auch diese ganzen komischen Kinder mit ihrem Affen, mit ihrem Grasfeld nicht, dass sie damit auch bedingt ihre Gegner mitsupporten. Das Grasfeld halt ja alles auf dem Feld. Auch die gegnerischen Viecher allein schon deswegen gefällt mir das nicht. Ja, was will er tun? Genau, aufgeben. Aber toll, kriegt man nichts. Nächster Gegner. Gucken wir mal, was uns da Tolles erwartet.
Ich kann mich übrigens nicht aus dem Kopf an all diese Matches erinnern. Ich muss die selbst sehen, damit ich dazu was sagen kann. Oh, da ist er. Der Rabbix-Hase. Der ist auch richtig übel. Das ist auch eine richtige Missgestalt. Der ist schlimm. Unterschätzt. Und daneben hat er Whimsy-Schmutz. A.K.A. Whimsy-Schrott. A.K.A. Whimsy-Kott. Es ist braun und besteht überwiegend aus Baumwolle. Fun Fact. Wenn es shiny ist, wird es dunkelbraun. Und die Farbe der Hörner ändert sich. Klasse, ne? Was soll ich euch sagen? Ich habe schon mit Whimsy-Schmutz gerechnet, als ich die Team-Preview gesehen habe für die Runde. Und habe deswegen auch den Vogel dabei. Den kennt ihr vielleicht noch nicht. Der hat auch einen neuen Move vom DLC. Nämlich den Dual Wing Beat. Und der ist eigentlich gezielt darauf ausgelegt, Whimsy-Schmutzes zu töten. Aber das war bulkiges Skill, deswegen hat das nicht funktioniert. Da habe ich mich mal verarscht gefühlt. Und dann hat er eine Feuerattacke mit seinem Hasen auf meinen Feuervogel gesetzt. Und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, bist du ein Arschkopf. Gut, mein Mimikyu, aka Mimikma, hat den Trick Room gesetzt und damit ist jetzt mein Mimikma das langsamste Viech auf dem Feld. Mein Vogel ist das schnellste Viech gewesen, jetzt ist es das langsamste Viech. Nicht so gut. Deswegen ziehe ich den jetzt auch zurück. Solange der nicht Full Life ist, kann er auch nicht mit Prio angreifen. Aber selbst wenn er das könnte, ist Whimsy Schmutz schneller, weil er der Trick Room aktiv ist. Aber ich habe ja hier meine Cheese-Taktik am Start. Und das ist jetzt super klasse, damit wird der Gegner nicht gerechnet haben. Und ich habe mich darauf verlassen, dass dieser inkompetente Bastard nicht nochmal eine Feuerattacke auf meinen Feuervogel feuert. Und wenn er das getan hätte, wäre das richtig, richtig mies für mich gewesen in der Runde. Das wäre quasi wie instant verloren. Ich habe also meinen Rundensieg darauf gewettet, dass der Gegner hoffentlich kein komplett inkompetenter Bastard ist. Das ist doch grandios, indem ich hier meinen Lucario reingespawnt habe und das ist ja feueranfällig. Und der Rabbix-Hase da drüben, der macht auf jeden Fall genug Schaden, wenn der eine Feuerattacke rausnimmt. Auch auf meinen Lucario, das geht dann sterben. Und ich habe es da direkt rübergesetzt und direkt den Buff draufgehauen. Mit Prügler wird das quasi hochgeprügelt und kriegt für jeden Hit, den es sich frisst, 51% Schadensboost. Das sind jetzt mal eben innerhalb von dieser Runde eine Schadenserhöhung von 200%. Das ist jetzt also bei insgesamt 300% des regulären Schadens. Schön, oder? Und der Feuerball, der flog aufs Mimikma. Genauso muss das passieren. Wäre der jetzt auf Lucario gegangen, hätte ich die Runde wahrscheinlich verloren. Da muss man sich nichts vormachen. Was soll ich sagen, das ist auch das Problem von der aktuellen Meta, die ist jetzt nach dem DLC auch etwas im Arsch. Da muss man konstant auf Risiko spielen, ansonsten ist es sehr schwierig, da wirklich was zu reißen. Und das ist halt auch eben das Problem, was ich meine, in Bezug auf dieses Team. Das führt dazu, dass die Consistency fehlt. Und wenn man ein Risiko eingeht und sich das teilweise nicht auszahlt, dann kann das auch schon mal passieren, dass man da Pokémon unnötig verliert. Ja, und er charmt da wieder rum, um meinen Angriff zu senken. Das ist auch eigentlich scheißegal, weil ich mir schon gedacht habe, komm, let's go, ich buffe das Lucario so hoch, wie es geht. Dann habe ich mir gedacht, ich räume jetzt einfach mal komplett auf, weil mir diese ganze Scheiße hier mit seinem charmenden Drecksding und mit seinem Hasen, vor allem mit seinem Hasen, mega auf den Sack gegangen ist und habe ein Erdbeben eingesetzt, weil ich damit mit Flächenschaden alles hitten kann, inklusive meinem eigenen Support, den ich beseitigt habe. Das war mir ehrlich gesagt scheißegal. Den habe ich nicht wirklich respektiert und der hat seinen Nutzen erfüllt. Der hat gebufft, der hat getrickroomt und jetzt wird es Zeit für das nächste belastende Vieh, damit ich hier meine Offensive voll fortsetzen kann. Und das ist die Ameise, auf Deutsch Vermicula. Den Namen finde ich mega behindert. Nennen wir sie einfach Vermicula. Super, ne? Nein. Das war eigentlich nur eine Anspielung in Bezug auf Akula, der dieses Video und vor allem diese Stelle in diesem Video schon so spät niemals sehen wird. Ja, ja.
Die Ameise, die ist richtig übel. Die ist richtig brutal. Und die ist ziemlich bekannt. Und wenn man die benutzt, während die klein ist und die nicht groß macht, dann ist die auch ziemlich inconsistent. Da lebt man wieder gefährlich, wenn man die einsetzt. Aber hey, ich meine, es hat funktioniert. Die ganzen letzten Male, wo ich die klein benutzt habe, hat sie jede Attacke getroffen. Das ist eine richtige Ehrenameise. Die hat sie auch von Matrix. Ne? Grüße gehen raus an Matrix, von dem habe ich hier so einen dabei. Aber es ist meine Idee gewesen, wie sie aufgebaut wurde. Wir haben beide so einen, kann man sagen. Wir haben zwei. Ja, viel Spaß, ne? Da holt er seinen Affen da rein und dann wird er direkt erstmal mit Priorität verharzt. Ich hoffe, er hatte Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich habe mir früher auch immer gedacht, wenn ich gegen Leute mit dieser Ameise gespielt habe, ne? Und die Ameise in klein benutzt haben, das sind doch die größten Bastarde, die rumrennen. Wie kann man so auf Lack oder Pech spielen und die Ameise in klein benutzen? Und jetzt mache ich selbst. Wie das größte Arschloch in diesem Game. Und genau so wird man genötigt zu spielen durch die aktuelle Meta. Das ist schon sehr traurig und sehr lustig zugleich. So, und sein charmendes Drecksding, das hat wieder rumgecharmt, weil es ein Hurensohn ist. Oder hat es nicht rumgecharmt, es hat irgendwas gemacht. Ist mir auch scheißegal, es ist jedenfalls jetzt cool. Ich glaube, es hat angegriffen. Meinem Lucario fehlen ein paar Leben. Kann ja kein allzu starker Angriff gewesen sein. So, und dann hat er noch ein Viech, das ist das neue Legendary vom DLC, das man in Ranked benutzen darf, obwohl es eine ziemlich overpowerte Fähigkeit hat und eine ziemlich overpowerte Signature-Attacke. Aber hey, er hat realisiert, dass er da kein Vertrauen rein hat und dass die Sache gelaufen ist, weil die beiden Viecher, die ich da stehen habe, ihm einfach zu belastend waren. Er hat es auch nicht mehr probiert, das irgendwie noch groß zu machen und damit was zu reißen. Die Aktion war gelaufen. So, der nächste. Und da muss ich euch sagen, das hier ist auch ein richtiger Huso. Mit seinem scheiß Ding da rechts. Ich wusste nicht mal, was das für ein Vieh ist. Ich kannte das noch. Ich habe mir einfach gedacht, okay, so schlimm kann es schon nicht sein. Doch, es war schlimm. Habe ich einen Trickroom gesetzt, weil ich mir dachte, der wird mit seinem Dusclops safe einen Trickroom setzen, ne? Ihr erinnert euch an die erste Runde. Genauso wie da wollte ich es ja auch machen. Nö, er hat keinen Trickroom gesetzt. Er hat lieber genightshaded auf mein Schmutzding. Ah, Kostüm genommen. Und dann setze ich ihm auch noch den Trickroom. Das war richtig reingeschissen. Und meinen Vogel, den hat er leider Gottes mit seinem Schmutzding da rechts geflincht. Deswegen konnte der das Schmutzding nicht rausnehmen. Auch unglaublich ärgerlich. Der einzige Vorteil von dem Trickroom, den ich jetzt gesetzt habe, ist, dass mein Mimikma, das verdammt langsam ist, jetzt mal gescheit angreifen kann. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt aber, das Viech rechts muss sterben. Er harzt da immer noch auf mein Mimikma ein, weil er nicht realisiert, dass das nicht die Bedrohung ist und macht da einen Verhöhner, damit ich den Trickroom, den ich ihm gesetzt habe, nicht wieder invertieren kann. Was für ein Ärgernis. Und mein Vogel setzt die Attacke daneben. Nee, es war Mimikma. Ach, irgendwas hat die Attacke daneben gesetzt. Oder haben beide sogar die Attacke daneben gesetzt? Es war ganz grauenhaft. Leute, Leute, Leute. Das meine ich. Das ist alles risikoreiches Spielen hier. Der Vogel mit seinem Move, der hat 90% Accuracy. Das sind immer noch 10% Chance, dass er nicht trifft. Und dann ist es reingeschissen. So. Und weil dieses scheiß Ding rechts einfach nicht sterben will, hat es auch noch einen Fokusgurt. Und hält auch noch deswegen einen One-Hit-Kill aus. Super, es bleibt mir also noch eine ganze Weile erhalten und hat meinen Vogel umgebracht. Rip Fiaro. Auf Englisch heißt das Viech Talonflame. Den Namen finde ich eigentlich viel besser. Ja, sieht nicht gut aus für mich. Der Vogel ist tot, den hätte ich eigentlich noch gebraucht. Das Mimikma ist so gut wie am Ende. Und sein Viech da lebt immer noch auf 1 HP. Aber ich habe Sichlor. Und Sichlor ist schon sehr ehrenwert und auch von Matrix. Ja, was soll ich euch sagen? Das Sichlor, das hat die Runde hier gecarried. Zusammen mit der Ameise. So, ich habe mir gedacht, ich protecte das jetzt erstmal, damit sich das nicht Nightshade frisst von diesem scheiß Dustbox. Dann muss ich mich jetzt auch mal loben, das habe ich gut predicted, dass er da Sichlor targeten würde. Weil er Sichlor nicht kennt.
die meisten Leute kommen darauf nicht klar, weil das halt keiner spielt. Und wenn man dagegen noch nie gespielt hat, so ähnlich wie ich bei dem FIFA Error stehen hatte, dann weiß man nicht, was das alles so für einen Schrecken über einen bringen kann. Und deswegen möchte man das eigentlich schnell aussortieren. Ihr wisst schon, so, ne? Lieber den Teufel, den man kennt und so. Wie hieß das noch? Da gab es sogar in Destiny 1 eine Waffe. Better Devil oder so? Ja, das gab es definitiv. Besser Teufel. Ja, ja. War auch nicht meine Idee, sich dort zu benutzen. War die von Matrix. Die meisten Leute würden die Nachentwicklung benutzen. Xerox. Scizor. Ist auch ein gutes Viech. Muss man sich auch keine Illusionen machen. Offensiv ist das geil. Aber Sichlor hat eine defensive Nische, die wie gesagt nicht meine Idee war, aber die ich sozusagen aufs Extreme herausgetrieben habe und das jetzt übelst tanky gemacht habe und daraus quasi einen doch recht bleibenden Support. Ja, und da ist wieder diese scheiß blaue Maus und die Bauchtrommel sogar. Die, die meine vorherigen Pokémon-Videos gesehen haben, die wissen, wie Bauchtrommel funktioniert. Es frisst sich eine Beere rein, um sich zu heilen, nachdem es sich wegen Bauchtrommel die Hälfte der Leben abzieht, um den Schaden instant auf Maximum zu setzen. Es bufft sich also richtig hart hoch. Und ihr habt eben gesehen, was dieses Drecksding in ungebufft bereits mit meinem Titar angestellt hat. Das war recht viel Damage. Und jetzt richtet das noch viel mehr Schaden an. Gefährlich. Bin ich hier am Überlegen, was ich mache. Ich habe mich entschieden, dass ich Vertrauen darauf habe, dass mein Sichlor hoffentlich nicht stirbt. Weil es, wie gesagt, tanky wie die Sünde ist. Und ich muss den Wirbler eigentlich machen, damit ich das Mimikma töte. Ja, ich habe es richtig mit Teamfilz im Moment, ich weiß. Oh, siehe da, es hat überlebt. Aber das Mimikma... Das hat leider auch überlebt. Schade. So, und dann wollte ich das Ding mit Knuddler eigentlich noch ein bisschen lower hitten. Oh. Er hat da wieder einen Vollidiot-Move gemacht. Anstatt das Sichlor zu tagen, hat er mir das Mimikma getötet. Jetzt kann ich die Ameise reinbringen. Das war bad. Das war richtig bad von ihm. Ja. Spielspaß. Jetzt erlebt ihr die brachiale Gewalt der Ameise. Und was da gerade unspektakulär passiert ist, ist eigentlich essentiell der Reed, der mir diese Runde gerettet hat. Ich habe mir nämlich gedacht, da kommt ein Seitenwechsel. Der wird mich nicht einfach diese Ameise verharzen lassen. Der hat irgendwas vor. Deswegen habe ich den Slot, in dem Dusclops sitzt, getargetet, sodass dann, wenn er einen Seitenwechsel macht, dort die blaue Drecksmaus sitzt. Ja. Guck mal eine an. So wird es gleich kommen. Davon ab, es hätte auch noch ein zweites geben können, was ich aber genauso abgedeckt habe mit diesem Move, nämlich, dass er die blaue Maus protected, deswegen nicht überlebt, vielleicht sogar Düner protected, und dass er mit Dusclops einen Quick Boom setzt, damit seine scheiß Maus im Zeitvorteil ist. Beide Sachen habe ich abgedeckt. Kurz gesagt, alle intelligenten Moves, die er hätte machen können, habe ich abgedeckt. Er hätte einen richtig dummen Move machen müssen, damit das funktioniert hier. Er hat aber keinen dummen Move gemacht. Das ist auch eine Sache, die stört mich. Manchmal muss man bewusst richtig dumme Aktionen bringen, richtig riskant dumme Aktionen, um zu gewinnen. Man muss einschätzen, ob der Gegner so clever spielt, dass man eine dumme Aktion bringen muss. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Ja. Da hat seine Maus zerrissen, ne? Und meine Ameise hat getankt. Ehre. So, da kommt sein letztes Viech und groß machen kann er noch. Es ist also klar, dass dieses Vieh groß werden wird. Und was soll ich euch sagen? Da gibt es jetzt auch nur noch eine Maßnahme. Es muss mit allem getargetet werden, was geht. Und ich weiß, dass dieser Käfer da ein Special Attacker ist. Und wenn man den mit Düner Käfer angreift, was meine Ameise ja beherrscht, dann senkt man seinen Spezialangriff. Ich hatte die Hoffnung, dass ich damit vielleicht hinkriege, dass die Ameise einen Hit von dem überlebt. War nur eine Hoffnung. Natürlich überlebt sie das nicht.
Das kommt zu anderen Gegnern mit blauen Mobs. Aber zumindest hat sie ordentlichen Schaden verursacht. Ich meine, das ist ein Hit, der nicht mal besonders effektiv war. Und der zieht schon so rein. Das ist wunderbar. So, und das Sichlor macht das, was das Sichlor gut kann. Es macht Schaden auf das Vieh. Und da stürzt sie. Mit Ameisen. Aber sie hat ihre Pflicht getan. Ohne die hätte ich die Runde safe verkackt. Muss man auch mal ehrlich sagen, ist einer der besten Sweeper. Ist auch einer der Sweeper, die man echt schwer kontrolliert. Das ist eine doppelte Schwäche gegen Feuer, also es erleidet vierfachen Schaden durch Feuerattacken. Wenn die durch Feuer getroffen wird, ist eigentlich im Regelfall schichtig. Aber er hat ja keine Feuerattacke an seinem Käfer. Oh, hat er aufgegeben. Hat er nicht mal mehr probiert, gegen das Sichlor anzustinken. Das ist auch besser so. So, der nächste, der Big Pete. Ich meine, eigentlich hätte er sich auch Shit Pete nennen können, wenn ich mir das im Bild so angucke mit dem Regenbogen. Das ist ja grauenhaft. Aber whatever. An den kann ich mich sogar erinnern, denn der hatte ein richtig belastendes Team. Das Urshifu. Da ist es wieder. Und wie gesagt, das hat einen Move zum garantierten Crit. Da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich darauf achten, was das Krokodil hat. Wenn das jetzt Bedroher gehabt hätte, wäre alles gut gewesen. Aber es hat keinen Bedroher. Da habe ich mir gedacht, der hat jetzt eine richtige Abfuckerstrategie. Und ich glaube immer noch, dass der die hatte, aber er hat sie nicht benutzt. Warum auch immer. Er hätte sie benutzen sollen. Das Urshifu von dem. Mit seinem garantierten Crit-Move kann nämlich die Fähigkeit von dem Krokodil triggern. Auf Englisch heißt das Crocodile. Auf Deutsch heißt das Rabigator. Ne? Rabbi ist ja auch ein jüdischer Geistlicher, das Krokodil. Offensichtlich. Ich frag mich, was die Leute geraucht haben, die die deutsche Benennung von den Pokémon umsetzen müssen. Naja. So. Da habe ich mir gedacht, erstmal Lucario rausholen. Ich brauche Damage, ich brauche Offensive. Und hoffentlich das scheiß Dreckswing rausnehmen. Das Urshifu. Das Urshifu, weil es zu dunkel ist, hätte jetzt eigentlich eine dunkle Attacke auf meinen Gegner setzen können. Das hätte mein Lucario dann direkt gemacht. Das war der Plan. Hat er aber nicht gemacht. Er hat was anderes gemacht. Da kommen die Stahlzacken. Ja, was für ein Wunder. Er hat die Dunkelvariante und er hat sie mit Fokusgurt, weil die eine Vierfachschwäche gegen Feenattacken hat. Und da hat er sich gedacht, boah, nee, wenn mich eine Feenattacke one-hittet, dann bleibe ich lieber mit 1 HP stehen und nehme Fokusgurt. Ganz grauenhaft. Er hat einen Eisenschädel gemacht. Gott weiß, warum er einen Eisenschädel an dem Ding hat. Und natürlich krittet er. Nein, das ist nicht der Move, mit dem er garantiert krittet. Das ist ein anderer Move. Aber weil er einfach Glück hat, krittet er damit dann auch. So, er hätte aber lieber sein Krokodil kritten sollen. Das hätte dann nämlich die Ameise sehr wahrscheinlich gekillt gekriegt, weil das dann auf echt krass erhöhten Schaden gewesen wäre. Weil das, wie gesagt, habe ich das schon gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Eine Ability hat, dass wenn es gekrittet wird, das ist den Schaden instant maximiert. Und das andere Ding kann garantiert kritten. Ihr seht den Zusammenhang. Hat er ja nicht gemacht. So, und damit kann ich die Runde eigentlich noch gewinnen, denn mein Lucario hat einen Patronenhieb, kann das Urshifu folglich rausnehmen, bevor das hier noch irgendwelche großen Aktionen bringt. Und die Ameise, die kann das Krokodil hoffentlich töten. Gucken wir mal. Urshifu genimmt. Ich finde auch den Namen von dem Viech ganz schlimm. Auf Deutsch heißt das irgendwie Wallahuse oder so. Das ist ganz grauenhaft. Ich habe das auch, weil ich das DLC gekauft habe. Weder das DLC noch der Name von dem Vieh. Und dass das Krokodil überlebt hat, ist auch nicht gut. Ich war mir sehr sicher, dass ich es mit Düner Boden eigentlich gekillt kriegen würde. Ich hätte Düner Käfer machen müssen, dann wäre es garantiert gestorben. So frisst sich mein Lucario leider nochmal einen harten Hit und der hätte nicht sein dürfen. Der hätte eigentlich vermieden werden können. So, und da kommt Indeedee. Und zwar das Männliche. Setzt ein Psychofeld und das Männliche hat etwas mehr Damage als das Weibliche. Das Weibliche hat dafür etwas mehr Tankiness. Ich habe mir eigentlich gedacht, ja komm, ist ja nur das Männliche. Der Fokusgurt ist schon raus, den mache ich jetzt locker mit der Ameise platt. Aber wegen dem Psychofeld kann mein Lucario jetzt nicht mehr Patronen hieben. Ich kann also das Krokodil nicht mit dem Patronenhieb wegfinishen, so wie ich es vorher gemacht habe.
Deswegen protecte ich in der Hoffnung, dass er es dann targetet. Er hat es auch indirekt getargetet, weil Flächenmacht mit Flächenschaden ankommt. Aber, und das ist das Problem, da kommt der nächste Crit. Wieder hat er Glück und kriegt den Crit. Frech ohne Ende. So, und da habe ich Lina Käfer auf das Ding gesetzt und das dürfte es weg. Wie vorher gesagt. Das Problem ist jetzt hier leider, dass der Rabigator ja auch noch da ist. Und der hat meiner Ameise jetzt den Gnadenstoß gesetzt. Ich hätte also mit Lucario problemlos angreifen können. Ich hätte das Ding ganz normal absolut wegkillen können. Habe ich aber nicht gemacht. Das war nicht schlau. Aber gut, sind wir mal ehrlich, sehr wahrscheinlich wäre es vorher an der Flächenmacht gestorben. Dann hätte ich jetzt beide Viecher reinwechseln müssen. Es kann sein, dass ich dann sogar verloren hätte. Ja, doch. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es war blöd, es zu protecten. Weil es auch hätte angreifen können. Aber, ja doch, so im Nachhinein. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich glaube, sonst hätte ich verloren. So, dieses Schmutzding. Dieses Lamus da. Dieses Lamus. Es gibt so viele komische Dinge. Ja doch, das muss Galamus sein. Das ist Galalamus. Bester Name. Es hat eine Fähigkeit, dass es manchmal mit Priorität angreifen kann. So, und natürlich kriegt es sie, weil er ja nicht schon genug Glück in den Arsch geschoben gekriegt hat mit seinen ganzen Crits. Nein, er greift damit jetzt auch erstmal nochmal zuerst an. Richtig fair. Na, ja, Kostüm von Mimikma genimmt. Das tankt den ersten Hit weg, außer die Fähigkeit wird überbrückt. Und da stirbt Lucario. An dieser Stelle muss ich sagen, da habe ich noch Glück gehabt, dass Lucario gestorben ist. Wenn er Mimikma gekillt hätte, wäre das wahrscheinlich vielleicht mehr oder weniger kritisch geworden noch. Ja, was wäre wenn, ne? Ah doch, kann gut sein, dass das kritisch geworden wäre. So, jetzt habe ich da Despota stehen. Und das ist jetzt quasi meine letzte Hoffnung hier, diese Runde. Despota hat einen Weg, um Slowbro gut zu hitten, sogar mehrere. Und Mimikma ist jetzt schon ziemlich fucking langsam. Das könnte also jetzt was werden, dass ich das Krokodil beseitige. Hoffen wir es mal. Oh nein, er hat ja wieder seine Schnellschussfähigkeit. Und da kommt wieder die Attacke vorher raus. Ist doch geil, er kriegt alles in den Arsch geschoben. Mimikma. Mensch, da kann ich noch 100 Mal einen Iron Ball drauf spielen. Das wird einfach nicht werden. Das ist mal sein Ding. So, Tita frisst sich den ersten harten Hit von diesem Dreckskrokodil, das seit der ersten Runde mir dauerhaft auf den Sack geht und bekommt seinen Schwächeschutz. Ja. Was haben wir gelernt? Mein Tita ist langsamer als das Dreckskrokodil. Das heißt, bevor ich mir nochmal so einen Hit fresse, kann ich zumindest nochmal angreifen. Aber das Slowbro, das ist langsamer als mein Tita und damit in Trick Room schneller. Und es bekommt ja sowieso ständig seine Fähigkeit, denn warum auch nicht. Boom, dann frisst sich mein Tita einen Hit. Aber, oh Wunder, es ist ja so bulky, es hat überlebt. In Tita we trust, Alter. Bam. Geh nach Hause mit deinem Dreck. Benutz richtige Pokémon. Benutz gute Pokémon. Ich meine, der Rabigator, der hat für ihn wirklich viel Arbeit gemacht. Aber Slowbro kann das gelegentlich kann das Ding. Was der für ein Glück hatte, diese Runde. Der hätte schon viel früher verloren haben müssen. Ich kann echt froh sein, dass ich ein gutes Tita habe. Ohne Scheiß. Das hat die Runde gerettet. Roberto ist der Nächste.
Der Roberto, das ist auch eine großartige Runde. Das ist vielleicht die großartigste Runde hier in diesem ganzen Video. Auf die habe ich schon die ganze Zeit gefreut. Seht ihr das Ding da? Das ist Terrakion. Terrakion hat die Gesichtstextur aus den alten Games. Da haben sie sich einfach keine Mühe gegeben. Das ist, als hätten die einen Stein angemalt. Das wurde nicht wirklich gescheit hier für diese Spielegeneration aufgehübscht, kann man sagen. Und das ist trotzdem verdammt stark und verdammt nervig. So, und da ist das Whimsy-Schmutz wieder. Wir haben es wieder. Und siehe da, da ist auch wieder mein Vogel, um es zu kontern. Ja, ja. Was soll ich euch sagen? In der Team-Preview sieht man 6 Pokémon und muss dann richtig predikten, welche 2 der Gegner wohl vorschickt und welche 4 er mitnimmt. Was soll ich euch sagen? Ich habe genau diese 2 predicted. Ich war genau auf die beiden vorbereitet und habe da meine beiden Konter für hingestellt. Da hat der Gegner jetzt richtig Spielspaß. Der kriegt jetzt das ab, was man zu gut Deutsch historisch früher als einen Blitzkrieg bezeichnet hat. Er erlebt jetzt die volle Macht der Arme. Großartig. Na? Hast du da dein Elfern hingesetzt, dein Whimsy-Schrott? Oh, hat mein Vogel es vorher angegriffen, bevor es supporten kann? Und hat der Vogel genau die Skillung, dass er gerade die Hälfte an Schaden macht in den 2 Hits und tot ist? Ja, da kriegt dein Terrakion ja gar keinen Schadensbuff. Und guck mal einer an, da ist es One-Shot tot, bevor es irgendwas machen kann. Oh, habe ich gekrittet? Es tut mir leid, ich meine, den hätte ich nicht mal gebraucht. Vielleicht, wenn es groß gewesen wäre, aber er hat es ja nicht groß gemacht. Hätte er vielleicht machen sollen. Er hätte wenigstens ein bisschen Schaden auf die Ameise bekommen, aber so... So wird das hier nichts. Na, gucken wir mal. Erstmal Turn 1 beide Viecher rausgenommen. Was hat er denn noch so im Angebot? Oh, ein Feuer-Pokémon. Der Rabbix-Hase ist wieder da. Ja, die Ameise ist ja Feuer-Weak. Da hat er ja richtig gute Karten. Und schneller ist sein scheiß Cinder-Aids auch noch. Na, too bad, dass mein Vogel mit Priorität rückenwinden kann, ne? Too bad. Guckt ihn euch an mit seiner Locke. Der ist richtig confident in seinen Rabbix-Hasen. Seht ihn euch an, wie er auf seinem Ball steht. Er zittert vor Angst. Da ist er im Streit. Der Rabbix-Hase. Und mal ehrlich, das Ding ist wirklich ziemlich stark. Es ist Abfuck, weil es seinen Typ ändern kann, wenn es angreift. Aber weißt du was? Wenn ich schneller bin, dann kannst du deinen Typ vorher nicht ändern. Ja, so eine Scheiße aber auch. Hase, ihr nimmt. Schon wieder ein One-Hit-Kill für die Ameise. Ja, das Ding ist gut. Kann man nichts sagen. Naja, Ball genommen, Hase genommen, Explosion bekommen, Spielspaß genommen. Oh, macht er seinen garantierten Crit-Move? Das war eine richtige Schelle für den Vogel. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er die überlebt. Der Vogel tankt nichts weg, der ist nur fucking schnell. Und so viel Schaden macht er auch nicht mal, aber er macht gerade genug für das dreckige Elfern halt, ne? Aber okay, hat er überlebt, hat er den Ehrenvogel gemacht. Ja, und mein Gegner denkt sich, erstmal aufgeben. Das war wirklich eine verdammt schnelle Runde. Ich meine, ich hätte auch locker das andere Viech noch gekillt. Das wäre Sieg in 3 Runden gewesen, aber hat er ja keinen Bock drauf, ne? Too much für ihn. Und jetzt kommt der Daniel. Unser letzter Boy für heute. Der sieht auch schon aus wie so ein richtiger. Mit seiner roten Lederjacke. Seht ihn euch an. Mein Gott, ich komme jetzt. Oh, er hat wieder ein Alola. Naja, es ist ein wirklich gutes Pokémon, jetzt ohne Scheiß. Aber es ist halt einfach nur im Trickroom wirklich zu gebrauchen, ne? Und daneben ist ein Trickroom-Setter. Vielleicht möchte er ja den Trickroom-Setten, habe ich mir gedacht. Erstmal Verhöhner einsetzen und dem Ding den Verhöhner drücken, damit es nicht den Trickroom setzen kann. Mein Mimikma habe ich an dieser Stelle zurückgerufen, weil ich ihm logischerweise nicht den Trickroom setzen will, den sein Marowak braucht, damit es richtig aufräumen kann. Und stattdessen habe ich meinen Despotar reingesetzt, sodass er das hoffentlich auch nicht hart hitten kann. Sein Marowak könnte mit Feuer angreifen oder mit Geist. Beides macht gegen Despotar nur die Hälfte Schaden.
Daher ist das dagegen ganz förderlich. Außerdem kann das mit Steinhagel oder Erdbeben das Ding ganz gut hitten. Also auf jeden Fall Despot mal reinsetzen. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass er keinen Trick umsetzt und dass ich deswegen mit Verhöhner logischerweise dann auch gar nicht viel machen kann, weil er Seiten tauscht und ich damit das falsche Pokémon verhöhne. Das war unerwartet. Positiver Nebeneffekt, das Viech kann nicht mehr protecten und mein Despot hat Flächenschaden. Es gibt also kein Entkommen vor dem Despotar-Steinhagel hier. Bin ich noch am überlegen, ob ich Erdbeben nehme. Das hat 100% Accuracy, das kann nicht daneben gehen. Der Steinhagel kann schon daneben gehen. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn das im Trickroom spielt, hat das wahrscheinlich so tanky geskillt oder einigermaßen tanky geskillt, wie es ihm sinnvoll möglich ist. Und deswegen nehme ich lieber das Stärkste den Steinhagel, weil der den Step-Bonus bei Despot hat. So, der Verhöhner trifft das eingewechselte Viech, das ist auch ganz okay. Und da kommt der Steinhagel. Wenn ich jetzt Glück gehabt hätte, hätte ich das Marowak geflincht. Habe ich aber nicht. Und damit ist mein Despotar Geschichte. Aber das Ding ist so low. Es lebt zwar noch, aber es hat kein schönes Leben. Tja, der Vogel ist jetzt angehittet wegen dem Sandsturm. Ist auch nicht so richtig ideal. Aber seine Viecher, die sind auch ganz schön angehittet. Milotic, das halt leider über die Überreste den Sandsturmschaden wieder gegen. Aber nein. Ärgerlich ist, dass mein Mainsweeper Despotar gestorben ist, mit dem ich eigentlich vorhatte, seine Viecher auseinanderzunehmen in dieser Runde, weil das ein gutes Matchup gegen die hat. Es kann sogar mit der Dunkelattacke das Marowak vernünftig hitten. Also eigentlich alles, was mein Despotar hat, ist belastend für das Vieh. Deswegen ist es sehr belastend, dass mein Despotar gestorben ist. Aber naja, mein Lucario hat ja auch die Möglichkeit, da ein bisschen was zu machen. So, dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich müsste der Vogel ausreichen vom Damage, um das Marowak umzubringen. Hat sich mein Gegner auch gedacht und hat deswegen den Affen reingespawnt. Ja. Pech für ihn, dass mein Vogel mit einer Flugattacke eine Möglichkeit hat, den Affen sehr effektiv zu hitten. Außer mit der Feuerattacke, der Vogel ist ein guter Konter für den Affen. Und da kriegt der Affe jetzt erstmal direkt beim Reinspawnen eine Packung, die ihm schon ein bisschen wehtun wird. Ich mache mein Lucario groß, weil ich mein Despotar verloren habe und mein Lucario quasi in dieser Situation mein Ersatz muss ich groß machen. Es darf auf keinen Fall sich zu viel Damage fressen, wenn das jetzt wegsterben würde. Das wäre richtig, richtig ärgerlich. Ja, der Affe hat auch kein schönes Leben mehr. Und das Milotic, das hat die Attacke auf mein Lucario daneben gesetzt. Aber den Vogel hat es getroffen, der ist Feuer vom Typ. Der hat bei einer Wasserattacke nicht besonders viel zu lachen. Ist verrückt. Lucario hätte es jetzt nicht so sehr gejuckt, aber naja, Schaden nehmen und Schaden nicht, ne, ist halt so eine Sache. Ich meine, gerade bei den Viechern, die relevant für den Ausgang des Matches sind, wie in dieser Situation, Lucario ist weniger Schaden immer gut, also beschwere ich mich logischerweise nicht. Und dann stirbt es endlich auch mal am Sandsturm. Gegenheilen hätte es zwar können, über das Gras fällt die Überreste, aber der Sandsturmschaden geht vorher durch, das heißt, es verreckt. Pech für den Gegner, gut für mich, und Lucario hat bewiesen, dass es selbst ohne hochgebufft zu sein mit dieser Szene hier doch durchaus schon Aua macht. So, und da ist er wieder, der Trick-Room-Setter vom Gegner. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, hilft ja nichts, Lucario braucht mehr Damage. Es ist jetzt sozusagen das Einzige, was ich hier noch im Rennen habe, um richtig Aua zu machen. Gebt mir Damage. So, und der denkt sich erstmal, Zeit für Grasrutsche und macht das Kostüm kaputt, was auch sehr ärgerlich ist. Das hätte ich zum Beispiel gegen Marowak durchaus noch brauchen können später, denn das lebt ja noch, dürfen wir ja nicht vergessen. Und da hole ich mir einen typischen Buff. Stahlzack und mache das Rillaboom platt. Machen wir uns keine Illusionen. Der physische Buff ist gegen das Marowak auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Das macht so viel Damage, wenn das mit einer Feuer- oder Bodenattacke, vor allem mit einer Feuerattacke, das Lucario hittet, ist Game Over. Ist auch scheißegal, ob das groß ist oder nicht. Das ist hin. Aber Schaden kann es ja nicht. So, der Buff muss her. Viel Buff ist es nicht mehr. Das Problem ist, dass Prügler schwächer wird, je mehr Viecher man halt schon verloren hat. Und wenn ich von 4 Viechern schon 2 verloren habe, wie es ja nun mal ist mit Tita und dem Vogel, dann kriegt man nur noch 2 Prügler statt 4.
Buffs sind dann auch nur 100% Zusatzschaden. Aber 100% haben und nicht, ne? So, sein Porygon 2, das macht auch nicht besonders viel in der Situation. Und sein Grasfeld heilt mein Lucario wieder voll. Ist doch großartig. Bis er jetzt kommt. Genau. Mister, ich lebe in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Tja, was macht man da? Habe ich mir gedacht, okay. Ich weiß, dass mein Lucario ziemlich sicher schneller ist als das Marowak. Ich mache Dyna Protect, um es ganz sicher vor Schaden zu schützen. Und er wird es sehr wahrscheinlich angreifen, weil er es umbringen muss. Das ist kritisch, dass er es tötet. Und drehe mit dem Bizarro-Raum, den ich dann entferne, indem ich ihn widersetze. Das Prinzip kennt ihr vom Anfang des Videos. Die Tempoverhältnisse zum Vorteil meines Lucarios. Tja, wenn er jetzt intelligent gewesen wäre, wenn er den Read gehabt hätte, hätte er das Mimikma angreifen müssen. Hat er aber nicht. Das war ein großer Fehler. Und das sind die Sachen bei Pokémon. Es ist eine 50-50-Chance. Man steckt nicht drin. Diese Entscheidung, die hat die Runde entschieden. Er hätte gewinnen können, hätte er das richtige Vieh getargetet. So, hat er es nicht gemacht. Runde geht an mich. Hätte er sich denken können, dass ich das Lucario protecte, hätte er das angriffig angegriffen. Hätte er machen sollen. So ist das in Pokémon. Ein Protect im richtigen Moment macht absolut den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus. Deswegen ist das Urshifu auch so verdammt overpowered, weil es ja, wie gesagt, durch Protect durchschlagen kann. Da juckt dann so eine Aktion nicht mehr. Das hat sich dann erledigt. Und der glaubt jetzt echt, der kann mich zweimal mit seinem scheiß Seitentausch verarschen. Als ob ich nicht das Viech korrekt über Erdbeben mit targeten würde. Junge, geh doch einfach nach Hause mit deinem Scheiß, das wird doch eh nichts. Naja, aber genau. Denkt mal drüber nach. Der ganze krasse Scheiß, der ist wieder im DLC. Das Marowak, was so viel Schaden anrichtet, das Urshifu, das durch Protect durchschlägt, die ganzen neuen Viecher, die da gespielt werden, so wie sein Setter da ja auch. Und die ganzen neuen starken Moves, die Grasrutsche, die Flächenmacht, die sind alle Pay-to-Win quasi. Ist schon ein bisschen traurig. Aber hey, sein Porygon 2 Trickroom-Setter bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Das Eviolit, was den defensiv gebufft hat, habe ich ihm abgezogen. Ist auch scheißegal, dass das noch fast Full Life ist. Mein Lucario ist gebufft und hat einen Ableithieb, der da jetzt doppelten Schaden gegen macht, weil es weak gegen Kampf ist. Das geht nach Hause, das weiß er auch, und da gibt auch er wieder auf. Und damit habe ich dann auch diese Runde gegen Daniel gewonnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.